Hallo und herzlich willkommen auf dem PW Review Kanal. Wir sind jetzt bei Teil 3 unserer kleinen Zweiten Weltkriegs Ausrüstungsübersicht. 1942, 43 war ja so der Umschwung von der stetigen Offensive in den Rückzug. Und 43 war auch so das Jahr, wo ein weiterer großer Bruch mit der Uniformstradition geschah. Man sieht, es wird immer mehr Tarnstoff eingesetzt, hier in dem Fall Sumpftarn. Und von der Reproduktion muss man natürlich sagen, ob es die Kapuzen jetzt so gab oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber eben dieser Sumpftarn, dieses Schlupfhemd wurde über die normale Uniform herübergezogen. Die Uniform an sich, wenn du mir die mal kurz gibst, weiter vereinfacht. Hier zum Beispiel an den Taschen wurde sie einfach viereckig gemacht und der Schnitt an sich wurde immer eckiger und das Material auch immer schlechter. Da haben wir aber noch mal ein separates Video drüber gemacht, einfach damit man es mal gesehen hat. Des Weiteren wurde immer mehr auf Tarnung gesetzt, wie ich bereits sagte. Das heißt, Ausrüstungsgegenstände wurden hier, wie zum Beispiel dieses jetzt aus Stahl gefertigte Koppelschloss, wurden feldgrau lackiert. Eine neue Kopfbedeckung fand auch Einzug in die Truppe, und zwar die Feldmütze Modell 43. Das ist diese hier. Die hat, wie man unschwer erkennen kann, einen Schirm vorne und kann ebenfalls wie die Feldmütze 42 heruntergeklappt werden mittels dieser Knöpfe, um die Ohren zu bedecken. Wenn ihr noch mehr über die Feldmützen sehen wollt, da haben wir auch ein Video drüber gemacht. Weiter geht's mit den Schuhen. Die Schuhe sind die Schnürschuhe Modell 37. Diese wurden normalerweise zum Ausgehanzug getragen, so wie im Ersten Weltkrieg ebenfalls. Oder eben zum Drillig, Stellung bauen und so weiter, wurden dann eben die Schnürschuhe als Arbeitsanzug eben diese Schnürschuhe getragen. Jetzt gab es offiziell die Erlaubnis oder die Order, eben diese auch normal für den Feldeinsatz zu tragen. Dafür wurden diese Stoffgamaschen entwickelt, welche sich an dem britischen Modell orientierten, man kann fast sagen kopierten, also der Schnitt ist quasi identisch. Hat man ja wahrscheinlich auch gemacht, um Leder zu sparen, weil so ein genau. Stiefel, na, da ist natürlich eine Menge Leder dran. Da ist eine Menge Leder dran und ich habe jetzt zum Beispiel auch mal so ein Modell ohne Gamaschen, dass man das direkt sieht, bis wo der Schuh geht. Und des Weiteren wurde eine neue Feldhose entwickelt, die Feldhose Modell 43. Bisher war das ja vom Grundschnitt her eigentlich die Hose, wie du sie trägst, die Erste Weltkriegshose mit Spitzbund hinten. Ja. Und das ist jetzt die erste Hose, die wirklich eine komplette Neuentwicklung ist, basiert auf der Berghose. Ich habe diese Modell 43 Hose zum Beispiel jetzt gerade an. Wie man sieht, ist sie unten, hat Zugbänder, ist keilförmig geschnitten, um eben diese Gamaschentragweise zu verbessern und ist im Schrittbereich verstärkt. Aber die größte Änderung ist eben der Rundbund. Also wenn du mal deine Hose zeigst von hinten zum Beispiel, ja, die hat hier einen Spitzbund, der für die Hosenträgertragweise gedacht ist. Und die M43 hat einen Rundbund. Das heißt, sie kann auch mit Gürtel getragen werden. Und diese wurde eben auch im Jahr 43 eingefügt. Als Bewaffnung kommen immer mehr vollautomatische Waffen zum Einsatz, wie zum Beispiel diese MP40. Die Y-Riemen, oder das Koppeltragegestell besser gesagt, wurden ebenfalls weiter vereinfacht. Die Haken bestehen nur noch aus einem Stück Blech. Und teilweise wurden auch diese Zusatzriemen weggelassen oder der komplette Koppeltrageriemen. Hinten hat sich nicht so viel verändert. Es ist weiterhin der Helm dabei. Mittlerweile ist auch das Modell 42 eingeführt worden. Das ist jetzt dann noch das Modell 40. Spaten, Bajonett ist trotzdem immer noch dabei. Der Brotbeutel sieht die ersten Veränderungen 1941 etwa. Da wird die Verstärkung hier oben weggelassen, die Lederverstärkung an beiden Riemen. Der Rest bleibt weitestgehend identisch. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Farbvariation mit der Länge des Krieges immer weiter zunimmt und auch das Material entsprechend schlechter wird. Ansonsten, denke ich, sieht man, dass eben alles so ein bisschen vereinfacht wird, aber auch mehr auf den effizienten Häuserkampf oder Kurzdistanzkampf. Ich habe Fragen. Frag. Da das ja eine Zeit ist, die mich ja auch interessiert, mit den Schlupfhemden wurden die so von den Bekleidungskammern ausgegeben, weil ich habe auch gesehen, es gibt ja diese grünen Tarnmuster, die eigentlich für die Zeltplan gedacht waren, ja, wo sich dann so Ponchos draus genäht wurden. Ist das was Offizielles? Hat man darauf reagiert, auf diese Provisorien, die die Soldaten sich gemacht haben? Oder wie lief das da mit der Entwicklung ab? Also seit Anfang des Krieges, beziehungsweise 1931, gab es ja die Zeltbahn im Buntfarbenanstrich 31. Die war als Poncho zu tragen, die hatte jeder Soldat dabei. Die sieht man ja hier hinten auch aufgerollt. Die hat eben dieses Loch in der Mitte, wo man den Kopf durchstülpt und dann kann man sie normal als Tarnung und Wetterschutz tragen. Okay.
Diese Schlupfhemden wurden meist nicht fest an eine Einheit ausgegeben, sondern für den Einsatz direkt. Also es wurde zum Beispiel gesagt, eine Einheit XY geht jetzt in eine bestimmte, genau, in den Sumpf oder eben, das sollte eben den Herbstwald darstellen, im Gegensatz zum Splittertarn oder Buntfarbendruck 31. Und diese wurden sozusagen vor dem Einsatz ausgegeben und danach wieder eingesammelt. Die waren nicht Teil der persönlichen Ausrüstung. Genau, also es ist kein persönliches Ausrüstungsstück. Genau, das ist nämlich interessant zu wissen. So spezial ausgegebene Artikel. Der normale Soldat hatte immer seine Feldbluse und eben seine Zeltbahn, die er sich zur Not überziehen konnte. Allerdings ist das Schlupfhemd auch etwas praktischer als die Zeltbahn. Einerseits kann man es hier vernünftig enger schnüren. Man hat hier durch diese Schnürung hier oben kommt man besser rein und raus. Kapuzen ist halt noch so eine Sache, gab es eher selten. Das war eher Scharfschützen vorbehalten oder Zielfernrohrschützen, je nachdem. Und man hatte diese Taschen hier als Eingriffmöglichkeit, denn ursprünglich war geplant, die Schlupfhemden über die Ausrüstung zu ziehen und durch die Taschen an seine Ausrüstung zu kommen. Das hat sich allerdings als unpraktisch herausgestellt und somit wurde dann das Schlupfhemd meist unter der Ausrüstung getragen. Und wenn du mal die Arme kurz hebst, sieht man auch, dass hier Belüftungsschlitze für die Achseln da sind, was bei der Zeltbahn natürlich nicht ist. Gut, wie gesagt, das war so das Prägendste, was mich interessiert hat. Ja. Weil so vom, also bis auf den Schnitt der Hose und die Veränderung der Schuhe, bleibt die Uniform ja in einem ähnlichen Zustand, bis auf die Vereinfachung. Das Hauptaugenmerk war ja wirklich das Schlupfhemd. Und das hatte mich jetzt gerade interessiert, was es damit auf sich hat, weil ich das sonst halt eben nur mit meiner aktuell noch laienhaften Kenntnis nur mit diesen Ponchos oder beziehungsweise mit diesen Zeltbahnen, wie auch immer, gehört habe. Ansonsten, wenn ihr selber noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich hier gerne unten schreiben. Oder wenn ihr Wünsche zu Vorstellungen habt von anderen, vielleicht sogar anderen Kriegsparteien zu der gleichen Zeit oder ähnliches, könnt ihr das natürlich auch alles unten hinschreiben. Und ansonsten würde ich mich fürs Zuschauen bedanken und dann bis zum nächsten Mal.